weiter geht's. Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, hier im Lager in Tastis Zeltburg, wie ich sie genannt habe. Und wir werden jetzt natürlich mal hier im Lager wieder ein bisschen verwalten. Erstmal werden wir keine Befehle geben. Wir werden erstmal schauen, dass wir die Dinge ins Lager packen. Zum Beispiel, das können wir jetzt hier schon ganz praktisch machen. Put to camp, also ins Lager packen. Der hölzerne Bogen ist jetzt ja übrig. Und auch wir brauchen jetzt auch nicht alle Pfeile mitnehmen. Wobei ich sagen muss, hier normale Arrows sind schon cool. Und ich würde sagen, die 5 hölzernen, die packen wir schon mal allesamt ins Lager rein. Und die Medium Arrows könnten wir eigentlich auch hier behalten. Dann haben wir hier noch ein Lockmittel. Diese Buschtarnung. Dieses Fireweed Decoction könnte man natürlich auch selber gut gebrauchen, aber das braucht auch sehr viel Gewicht hier. Deswegen tue ich das mal weglegen. Die Wurzel, die packen wir auf jeden Fall ins Lager. Auch die ganzen Hölzer hier, die wir gesammelt haben, und auch das Flachs. So, dann haben wir wieder eine Auslastung von 13 von 25. Okay. Und mit Wegbeleuchtung, sagt Block. Okay. Kann man natürlich auch machen. So. Wir haben jetzt hier immer noch die Aufgabe, dass hier Flachs und Holz gesammelt wird. Wir können das Ganze jetzt, das wird, glaube ich, jetzt so lange fortgeführt, bis sie entweder alles gesammelt haben, was sie maximal sammeln können, oder bis wir ihnen sagen, kehrt bitte in das Lager zurück. Und ich glaube, mit 12 Flachs reicht das auch erstmal. Sollen die erstmal zurückkehren? Das heißt, sie werden sich gleich auf den Weg zurück ins Lager machen. So, gucken wir mal ins Lagermenü. Dann sollen sie erstmal die 20 hölzernen Pfeile herstellen. Und was natürlich auch richtig, richtig cool wäre, wenn sie Bögen herstellen würden. Denn wir haben ja nur einen Ersatzbogen, aber schon 3 Krieger, glaube ich, ne? Was brauchen wir dafür? 7 Holz und 5 Flachs. Das sollte sich dann ja bald schon machen lassen. Dann können wir hier noch einen neuen Befehl hinzufügen. Und zwar, dass sie einen Holzbogen, zumindest 2 davon, kreieren sollen. Sobald ihnen das möglich ist. Okay, und dann können wir sie vielleicht auch auf andere Aufgaben ausschicken. Ihr seht schon, wir können natürlich gegnerische Siedlungen angreifen. Wir können neue Lagerplätze besiegeln oder neue Regionen besiedeln. Und dort ein neues Lager aufschlagen. Wir können Leute ausschicken, um Pferde zu zähmen. Das geht auch bereits. Und wir können jetzt Patrouillen aussenden zwischen verschiedenen Lagern, die wir natürlich noch gar nicht haben. Ja, und hier können wir zum Beispiel auch direkt aus unserem Inventar Dinge ins Lager platzieren. Ganz praktisch. Gut. Wir hätten jetzt übrigens auch die Möglichkeit, eine weitere Fertigkeit hier zu entwickeln. Zum Beispiel Jagd 1, die unsere Wahrscheinlichkeit verbessert, mehr Fleisch, Sehnen zu finden, wenn wir Tiere häuten. Das klingt gut. Dann haben wir hier eine Chief-Fertigkeit, Clean Reputation. Da können wir unsere Reputation neutralisieren. Das Spiel hat also auch ein Reputationssystem. Also wie wir anderen Menschen gegenüber, auch gerade den Weißen gegenüber auftreten, das hat auch Auswirkungen auf unsere Reputation hier im Spiel. Ja, wir können hier das Spyglass uns holen. Intimidation ist irgendwie auch so eine Fähigkeit. Endurance. Verzeihung, gerade Frosch im Hals. Bogengenauigkeit um 25% klingt auch verlockend. Waffenschaden um 10%. Aber ich glaube, derzeit brauchen wir am ehesten Rucksackkapazität, denn wir haben hier doch sehr, sehr wenig, was wir aufnehmen können, weil unser Charakter hier so ein schwaches Hemd ist. Da muss er eben mehr auf dem Rucksack tragen. Nehmen wir das als Fähigkeit und haben damit unsere Skillpunkte bis auf 3 reduziert und können aber 35 aufnehmen. So, gut, ich denke, ja, einer ist noch am Holz sammeln, die anderen stellen schon verschiedene Dinge her. Das ist erstmal okay. Dann lasst uns
während die hier schon tätig sind oder teilweise noch im Lager rumstehen, schon mal wieder zurückkehren und die anderen Gegenstände einsammeln, die wir beim letzten Mal vergessen haben. Das werde ich jetzt auf jeden Fall machen. Wenn ich Glück habe, finde ich hier gleich den Weg wieder. Ich glaube hier vorne. Genau, da ist unser Weg, der hier direkt am Lager vorbeiführt. Und dem wir jetzt direkt mal folgen. So, ja, die Aufgabe, diesen Menschen da zu verhören, also da werde ich mir jetzt noch ein bisschen Zeit mitlassen, weil ich der Meinung bin, dass das für uns jetzt hier ein bisschen zu schwierig ist am Anfang. Wir wollen erstmal unser Lager ausbauen und unseren Widerstand hier gezielt vorbereiten. Bin ich hier richtig unterwegs? Ah, ich bin schon ein bisschen weit bald. Ich könnte hier... Was ist das hier? Benning Forest Biwak ist durchgestrichen und da ist ein Wolfsymbol. Hier drüben ist irgendwie ein Häschensymbol. Hier ist auch so ein Biwaklager. Wo war denn das? Ach, hier ist übrigens Fort Buchanan. Das ist also auch nicht mehr weit, aber das wird natürlich wirklich schwierig sein, da bei den ganzen bewaffneten Leuten vorbeizugucken. Das ist, glaube ich, jetzt nicht die beste Idee, die wir jemals hatten. Ich werde mal hier auf den Hügel emporreiten. Dann schauen wir mal... Oh! Oh, oi, oi. Das ist ja steinig hier. Ganz schlecht. Nee. Gehen wir erstmal ins Lager rein. Ich weiß leider nicht mehr, war das dieses Biwak hier, wo wir vorbeigeschaut haben? Ich kann hier auch eine Markierung machen, dann folge ich erstmal der Markierung. Allerdings müsste ich dafür irgendwie hier runter und da bin ich hier falsch gelaufen. Mist. Müssen wir noch einmal komplett umdrehen. Da habe ich mich natürlich wieder falsch navigiert. Man nennt mich auch der mit dem schlechten Gedächtnis. Na gut, dann versuchen wir es mal um diese Felsformation herum. Hier entlang. Und da ist auch ein Weg und da kommen wir dann gleich hoffentlich bald zum entsprechenden Lager. Wenn ich jetzt nicht ganz falsch war. Ich hoffe... Dann lass mal Saminka ran, meint Osling. Mit einem fehlenden Orientierungssinn wird das sportlich. Ach, ich hab da... ich hab ja die Minimap, alles ist gut. Das wird schon irgendwie klappen. Hoffe ich doch zumindest mal. Ah ne, hier ist tatsächlich so ein Holzbiwaklager, ne? Aber das scheint irgendwie verlassen zu sein. Hier ist noch ein Handelsposten. Wo war denn das vorhin? Da hätte ich mir mal eine Markierung machen müssen. Weil jetzt finde ich das nicht mehr wieder. Das war irgendwo hier. Da war ich mir eigentlich sicher. Aber jetzt finde ich den Ort natürlich nicht mehr wieder. Jetzt sind wir hier in der Gegend des Biwaks, wo anscheinend die Leute schon überfallen wurden von wilden Tieren oder so. Da wollte ich jetzt auch nicht hin. Mit Frauenpower, ja. Ja, manchmal kommt man als Mann gar nicht mehr anders zurecht. Gebe ich ja offen zu. Was wären wir nur ohne unsere Frauen? Muss man ja auch ganz ehrlich so sagen. Liebe Leute. Wo war dieses Lager? Es kann ja nicht da sein, wo wir noch nichts aufgedeckt haben. Nur manchmal, Kutulitchen piekst nochmal in die Wunde rein. Ja, dann lasst uns mal wieder zurück. Hier ist übrigens ein kleiner Hase, den hätten wir jetzt eigentlich auch erlegen können. Aber ich sollte vielleicht mal meinen Bogen... auswählen. Moment mal. Das war das. Fertigkeit. Wo ging das denn nochmal? Ah, da haben wir unsere Skills. Aber wie rüste ich die Waffen aus? Mit 1? Ah ja, okay. Unser Bogen. Jetzt haben wir ihn ausgerüstet. Dass wir uns hier auch verteidigen können im Zweifelsfall. Ganz wichtig. Und Big Gilga ist auch wieder da. Hallo. Grüße auch an dich. Schön, dass du vorbeischaust. So, dann suchen wir jetzt mal das neutrale Indianerlager. Vielleicht wollen die ja sogar schon mit uns sprechen, geschweige denn vielleicht sogar unserem Widerstand hier beitreten.
Da müssten wir jetzt aber ein bisschen durch die Wildnis reisen. Neues Spiel, neues Glück. Ja, ganz genau. Das ist übrigens ein Spiel, das durch die durch euch, durch die Patrons abgestimmt wurde. Ich hatte euch ja gefragt. Bigilga ist ja auch ein Patron, Osnick zum Beispiel auch. Was wir in diesem Livestream-Slot als nächstes spielen sollen. Und ihr habt euch mit Mehrheit für This Land is My Land auch entschieden. Ich habe euch quasi eine Vorauswahl von, ich glaube, 4 Spielen gegeben. Und da hat This Land is My Land gewonnen und dementsprechend streamen wir das jetzt auch. Und ich finde es auch ein sehr faszinierendes Spiel. Also mich da auch schon richtig drauf gefreut. Ich habe vorhin schon gesagt, der Narrativ ist nicht ganz unproblematisch aus Historikersicht, weil dieses Rachemotiv natürlich eigentlich in den meisten Indianerfällen eher wenig zutrifft, sondern eher ein Klischeebild ist. Aber diese Fantasie ist trotzdem interessant. Und ich habe mich wieder verlaufen, bin viel zu weit gerannt. Ja, gut. Ich sollte vielleicht mal ein bisschen Konzentration walten lassen heute. So. Bin ich einfach dran vorbeigestiefelt? Wie konnte das denn passieren? Und warum sind hier schon wieder überall diese Felsformationen? Das ist ja, das macht die Navigation natürlich nicht leichter. So, es wird auch schon wieder dunkel. Oder ist hier oben nur so ein... Ne, wir sind noch nicht ganz da. Hier drüben. Aber hier ist doch... Ah, da sehe ich ein Feuerchen brennen. Hier sind auch 2 Pferde und da hinten steht jemand mit einem Fragezeichen. Das ist immer gut. NPCs mit Fragezeichen heißen immer, rede mit mir. Oh, der sitzt zwischen dem Baum. Okay. Yukatuk, das sind wir übrigens. Das ist unser Name. Ja, wird dein Lager sich dem Kampf anschließen? Ja, wir fühlen einen großen Kampfgeist in dir. Wir werden uns anschließen. Haben die sich uns angeschlossen. Das ist natürlich eine sehr schöne Sache. Damit haben wir auch gleich mehr von der Karte aufgedeckt. Es gibt natürlich noch weitere Lager. Und hier unter den Zielen können wir jetzt zum Beispiel auch nach Poano gehen und haben dort auch wieder den Auftrag, war das hier? Nee, das ist Honio. Wo ist denn Poano? Travel. Ja, das weiß ich, wie das geht, Spiel, danke. Moment mal. Konzentration ist heute nicht auf meiner Seite. So, hier oben, da müssten wir dann nach Norden reisen. Da können wir auch noch ein Camp überzeugen. Aber auch hier zum Beispiel Vyvan Miss oder hier Honino könnten wir auch versuchen zu überzeugen. Und wir sollten vielleicht auch mal zu diesem Outpost reisen, dass wir dort einen Schnellreisepunkt haben. Das macht bei meiner Orientierung hier ganz schön Sinn. Mit DLC ganz schön teuer für Early Access. Ja, ist schon... Ein paar Euro teuer, das stimmt. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, was war Preis aktuell. Ja, ist für 39,99. Ist ein sehr stark bepreistes Early Access Spiel. Das muss man wirklich dazu sagen, da gebe ich dir völlig recht. Muss man immer auf die Spiele so schauen. Ob die das wirklich wert sind, das muss dann jeder selbst entscheiden. Aber da muss ich auch sagen, bei so teuren Early Access Spielen bin ich immer grundsätzlich eher vorsichtig. In diesem Fall war es tatsächlich so, dass ich auch den Key kostenlos bekommen habe. Das sollte ich vielleicht auch mal dazu sagen. Von den Entwicklern. Also ich habe jetzt dafür tatsächlich nicht die 39,99 ausgegeben. Ich finde, das muss man immer dazu sagen. Gut, dass du das noch schreibst, Jan. Das hatte ich jetzt ganz vergessen am Anfang. Weil das natürlich schon ein wichtiger Punkt bei Early Access Spielen ist. Wir hatten das letztens auch bei Bannerlord, bei Mount & Blade 2, das ja auch so hoch bepreist ist. Und das würde ich mir so auch privat nicht kaufen. In dem Zustand, wie es momentan ist, muss ich ganz ehrlich sagen. So, Average Warrior Skill, also der Krieger, die Kriegerfertigkeit liegt bei 5. So, ich denke mal, der seine 7 Holz, den können wir aber auch mal zurückholen in das Lager. So. Ah, wir können jetzt auch Krieger in ein anderes Lager nach hier unten zum Beispiel rein verschieben.
Das ist also hier Lesauhan. Ihr könntet ja mal sagen, ob wir das auch umbenennen sollen und wie das Lager hier möglicherweise heißen soll. Macht mal bitte Vorschläge gerade. Das andere heißt jetzt Tastis Zeltburg und das zweite Lager sollten wir vielleicht auch so benennen, dass wir noch wissen, dass es unser Lager ist. Unser Lager 2 werde ich es jetzt nicht nennen, aber dann haben wir hier eine bessere Übersicht, weil sonst geht die doch relativ schnell, glaube ich, verloren. Camp Tastenhau, sagt Kutulinchen als Vorschlag. Wir könnten es auch einfach Tastenhau nennen, ja? Machen wir mal. Finde ich gut. Kutulinchens Vorschlag wird genommen. Crazy Horse Campsite, Bigger, das kann ich mir nachher nicht. Das wird so lang werden. Das ist ein bisschen viel. Nehmen wir mal Tastenhau. Wir können ja noch weitere Lager dann auch nach uns hier benennen. Und ich glaube, wir schicken aus dem Camp hier Tastenhau. Ach so, wir können von dort in dieses Lager welche reinschicken, aber nicht umgekehrt in das andere. Okay, weil da zu wenig Leute drin sind. So, die können aber auch schon mal Aufträge bekommen. Ach so, das ist noch gar kein Camp, das ist nur so eine, ja, so eine Feuerstelle hier quasi. Die müssten wir erst aufwerten. Dafür brauchen wir aber Seil, Holz und Bärenpelze. Quatsch, nicht Bärenpelze, sondern Wildschweinpelze. Oh ja, das ist natürlich ganz schön krass. Oder sollen wir das Lager abreißen und die Leute hier in unser Hauptlager aufnehmen? Denn wir können den Leuten ja hier nichts direkt sagen, ne? Ich glaube, das sollte man schon fast machen, weil ansonsten sind die beiden ja hier total wenig sinnvoll, sind ja überhaupt nicht sinnvoll einzusetzen. Da würde ich sagen, wir lösen das Camp mal auf und die Krieger werden ins nächste Lager wechseln. Ja, los. Dann nehmen die alles mit und gehen hier in die Zeltburg. So hoffe ich doch zumindest, dass das jetzt auch klappt. Und wir können auf jeden Fall zurückkehren. So, Lager ist abgerissen, die Leute machen sich auf den Weg. Und wir nehmen hier schon mal unser Zelt, sag ich schon, unser Pferd mit. Gehst du jetzt auch auf das Pferd und reitest zurück? Ja, ne? Boah, cool. Folgen wir ihm doch einfach mal. Der müsste jetzt ja theoretisch dahin, wo wir auch hin wollen. Jetzt bin ich mal gespannt, was die KI hinkriegt oder nicht. Und Jan ist auch beim Taktikfuchs. Ja, dann viel Spaß. Macht der Combat Mission heute oder was spielt der? Da wünsche ich dir auf jeden Fall schon mal viel Spaß. So, wohin marschierst du denn, mein Freund? Oder störe ich dich jetzt? Combat Mission. Ja, dann grüße ihn auf jeden Fall mal ganz lieb von mir und wünsche ihm auch viel Erfolg und Spaß bei seiner Mission. Bei seiner Mission. Okay, er nimmt eher den direkten Weg, habe ich so den Eindruck. Naja, wir nehmen aber auf jeden Fall möglichst bald den Weg. Das geht, glaube ich, schneller. Alles klar, super, Jan. So, dann marschieren wir hier mal in das Hauptlager zurück. Ihr merkt auch schon, ich nehme mir also wirklich viel Zeit. Ich merke auch gerade, meine Webcam ist wieder eigenartig so gerutscht, dass ich kaum im Bild bin. Ich nehme hier viel Zeit im Spiel und spiele hier nicht irgendwie den Min-Maxing-König, der hier alles optimieren will. Ich bin jetzt auch kein Spielexperte oder so, sondern ich will einfach hier nur ganz in Ruhe mein Lager aufbauen und euch ein bisschen was vom Spiel zeigen. Ganz entspannt hier im Livestream. Und nach bauen wir uns hier alles auf, ohne dass wir uns jetzt hier vom Spiel oder irgendwie was unter Druck setzen lassen, sondern versuchen einfach den Widerstand erstmal aufzubauen. So, ich bin fast beim Lager hier drüben. Das sind die beiden Krieger hier, die unterwegs sind. Die sollen aber doch eigentlich jetzt langsam mal zurückkehren, würde ich sagen. So, dann lasst uns mal in unser eigenes Lager hier gehen. Das ist hier vorne schon.
Und dann würde ich sagen, lassen wir unser Pferd. Da sind jetzt schon 3 Pferde drin. Jetzt haben wir ein 4. Sehr schön. Das muss, eigentlich müssen das schon die aus dem anderen Lager sein. Auch wenn ich sagen muss, dass das erstmal mich verwundert, dass das schon da ist. So, Tassis Zeltburg hat jetzt eine Gruppe zum Sammeln von Holz ausgeschickt. Ich glaube, die machen das teilweise auch von selbst, wenn sie dann merken, dass zu wenig Holz übrig ist für die Aufgaben, die sie hier haben. Denn wir haben ihnen ja gesagt, in diesem Lager sollen sie Holzpfeile herstellen. Da haben wir jetzt sogar schon 23 und 2 Holzbogen. Da können wir eigentlich auch einen dritten gleich noch hinterher schieben. So. Geht das nicht? Hä? Ach so, es ist schon geordert worden. Okay, deswegen können wir das nicht doppelt machen. Na gut. So, wir können auf jeden Fall Gegenstände zurücklegen. Das ist aber eigentlich gerade nicht nötig. Dieses Anfangscamp, was wir da hatten, haben wir jetzt ja leider nicht mehr gefunden. So, die beiden haben schon jeweils einen Bogen und Pfeile dabei, wenn ich das richtig sehe. Das ist ja cool. Und haben auch ein Pferd mitgenommen? Oder sind das jetzt die aus dem neuen Lager, die jetzt zurückkommen? Das kann auch sein, dass die sich jetzt hier schon auf den Weg gemacht haben. Das finde ich ja auch interessant. Na gut. So. Was brauchen wir denn noch für Bögen? Brauchen wir ja auch irgendwie Sehnen, ne? Seile lässt sich aus Flachs herstellen. Hier sehen wir das auch ganz gut. Ja, okay. Dann schauen wir doch mal. Haben wir jetzt hier 3? Ne, wir haben nur noch einen Krieger übrig, weil die anderen unterwegs sind. Das ist natürlich auch nicht optimal. So, was soll der denn hier machen? Wie wär's denn mit Fleisch? Aber dann braucht er natürlich definitiv einen Bogen und ein paar Pfeile. Und Pfeile am besten noch ein paar mehr. Wie viele denn hier? Kann man hier... Ah, man könnte auch alle Pfeile geben, aber das wäre natürlich zu krass. Geben wir immer 15 Holzpfeile mit und schicken ihn schon mal raus, dass er hier einen Sammelbefehl hat. Was man, glaube ich, leider nicht sieht, ist, was für einen Sammelbefehl er hat. Doch, das steht da. Meat, genau, Fleisch, alles klar. Okay, und die anderen sollen Holz sammeln und er soll Fleisch sammeln. Perfekt. Ja, das ist doch schon mal ganz gut. Okay. So, dann gehen wir mal hier wieder hin, um zu speichern, würde ich sagen. So, wir speichern hier schon mal wieder ab, dass wir unseren Fortschritt nicht verlieren. So. Hier haben wir übrigens dann auch unsere Gegenstände des Lagers, die wir hier theoretisch auch rausnehmen könnten. Ah, jetzt haben wir hier wirklich 5 Pferde sogar schon drin. Cool. So, und unser Lager hat 5 Holzpfeile hergestellt. Also unsere Leute sind schon ziemlich fleißig hier. Da kann man auch vieles automatisch machen lassen. Da braucht man gar nicht sich um jede Kleinigkeit hier kümmern. Sehr, sehr schön. Dann brauchen wir selber nicht so viel sammeln. Cool. So, was machen wir denn als nächstes? Ich würde vorschlagen, wir gucken erstmal, dass wir den Außenposten freischalten. Und dann würde ich fast sagen, wir... Oder... Gehen wir Richtung Norden hier in... zu diesem Außenposten und versuchen mal das nächste Camp hier uns beitreten zu lassen. Ja, ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, das machen wir als nächstes hier. Liebe Leute. Und da nehme ich diesmal aber mal kein Pferd mit. Da gehe ich zu Fuß. Dann kriegen wir auch eine ungefähre Vorstellung von den Entfernungen. Setzen uns hier mal einen Marker. Dann wissen wir, es geht in diese Richtung. So, und Tastis Zeltburg, also unser Lager, hat wieder eine Gruppe zum Holzsammeln ausgesendet. Also das passiert jetzt hier schon, wie es aussieht, relativ automatisch. 34 Holzpfeile haben wir hier auch schon. Ja, cool. Wunderbar. So, dann schauen wir doch mal, ob wir hier irgendwie hochkommen, ohne klettern zu müssen.
Aber das sollte irgendwie funktionieren, denke ich mal. Oh, hier ist ein Stein. Oh, hier sind diverse große Steine. Mal gucken, ob wir hier hochkommen. Nee. Oh, das ist ja blöd. Kann ich hier vielleicht so ein bisschen entlang? Ja, tatsächlich. Aber wir sind jetzt auf dem Steinplateau. Ich hoffe, wir bekommen jetzt nicht irgendwie Fallschaden oder so. Ja, denn hier geht es schon ein bisschen nach unten. Sieht hier drüben nicht besser aus. Na, wobei, doch, hier können wir ein bisschen runterhüpfen. Das geht. Problemlos. Sehr schön. Da wären wir mit dem Pferd sowieso nicht gut durchgekommen. Von daher war das also keine schlechte Sache. Okay. So, hier ist wieder ein Weg, den wir jetzt gerade überschritten haben. Der würde hier ziemlich weit außen führen. Und hier ist wieder irgendein großer Abhang. Aber ich versuche da jetzt einfach mal hindurch zu laufen. Und dann gucken wir mal. Was ist das denn da hinten? Ist das der Handelsposten, den ich da sehe? Direkt vor dem großen Fels hier? Nee, ist einfach nur eine Sammlung von einem Holzstamm und irgendwas ähnlichem, was aussieht wie, weiß ich auch nicht, tierische Reste oder so, die hier einfach abgelegt wurden. Da drüben ist der Handelsposten. Da können wir jetzt auch schon mal reingucken. Theoretisch hätte ich mir gerade auch den Hasen nehmen können, der hier lang lief, aber da war ich nicht schnell genug. So, mit dir können wir handeln. Immerhin jemand, der nicht feindlich ist. So, suchst du nach einer Möglichkeit zu handeln? Ja, zeig mir doch mal, was du hast. Okay, wir könnten bei ihm zum Beispiel Melonen, Würstchen, so eine Wasserflasche hier oder sogar eine Schusswaffe und Schusswaffensteile hier bei ihm kaufen. Das wäre natürlich extrem teuer und wir haben eigentlich auch nichts zu handeln. Aber wir könnten mit ihm hier sinnvoll auch Dinge handeln. Sehr schön. Okay, in 160 Meter haben wir unseren Marker gesetzt auf dem Außenposten. Dann holen wir uns den mal. Denn das wird dann unser Schnellreisepunkt hier in den Norden werden, den wir hier gleich freischalten. Ja, Kuckuck. So, Outpost. Genau, wir können hier nämlich mit der Schnellreise unterwegs sein. Das steht hier auch bei. Und dafür müssen wir das Feuer entzünden dort. Werden wir das mal direkt machen. Und zwar genau hier bei diesem kleinen Unterstand. Sehr schön. Ja, hier könnten wir uns jetzt auch ausruhen, speichern oder ausruhen und speichern. Ist alles möglich. Sehr, sehr gut. So, Outpost. Ja, hier könnten wir zum Lager noch reisen. Ich denke, das machen wir als nächstes. Wir fragen hier in Vyvanmis nach, ob sie uns beitreten wollen würden. Mal schauen, ob sie da zu bereit sind, die befreundeten Indianerstämme hier. Denn wir brauchen ja auf jeden Fall Unterstützung für unseren Widerstand. So. Jeden Fall sehr idyllisch hier im Wald. Und irgendwo hier in diesen schönen hellen Bäumen befindet sich wohl deren Lager. Und ich glaube, hier drüben sehe ich schon etwas. Ja, das sieht gut aus. Mit einem Pferd sind sie hier unterwegs, mit mehreren sogar. Dann würde ich doch mal sagen, wir reden mit ihnen. Yucatuk. Ja, wirst du uns beitreten? Ah, okay. Sie werden uns nur beitreten, wenn wir mindestens 6 Krieger in all unseren Lagern haben. Wenn wir also stark genug sind, mit genügend Kriegern ausgestattet sind. Wie viele haben wir denn hier? 3 von 8. 2 arbeiten derzeit. Ich bin mir nicht ganz sicher. Sollten das nicht mehr sein inzwischen?
Aber offenbar haben wir nur die drei oder die anderen sind noch nicht angekommen. Das mag auch sein. Schauen wir mal. Na gut. Ja, wir könnten jetzt noch bis Poano reisen. Ich glaube, das machen wir auch mal hier in unkartiertes Gebiet. Setzen wir unseren Weg einfach fort. Können wir hier noch Befehle geben? Böden herzustellen. Ja, mehr macht eigentlich keinen Sinn. Wir könnten natürlich schauen, dass sie vielleicht noch ein bisschen Ausschau halten nach Fleisch. Habe ich das nicht eben jemandem schon mal befohlen? Sehr eigenartig. Ich dachte, da würde jetzt schon jemand unterwegs sein. Der darf auch gerne mit einem Pferd unterwegs sein, soll Fleisch holen und entsprechend hier mit Bogen und ein paar Pfeilen sich auf den Weg machen. Und das sollen ruhig zwei sein. Und die sollen gerne dann auch ein bisschen mehr mitnehmen. 25 Pfeile zum Beispiel. Und haben aber keinen weiteren Bogen. Ja, dann ist es eben nur einer. Dann gehst du eben los. Und Pandoron ist auch da. Hallo! Maruawe. Hallo, schön, dass du auch da bist. So, dann bewegen wir uns jetzt mal nach Norden, während die hier versuchen, Fleisch und Holz für unser Lager zu sammeln nach wie vor. Schauen wir mal, was dieses Lager in Poano von uns haben möchte, damit sie beitreten. Oh, guck mal, hier sind schon wieder kleine Kaninchen, aber solange sich das bewegt, werden wir es wohl kaum treffen können. Da wäre ein Pfeil doch eher verschwendet derzeit. Na, vielleicht sind wir ja irgendwann mal so aufmerksam, dass wir ein Tier rechtzeitig vorher erkennen und es dann erlegen können. Das wäre auch ganz cool. So. Ja, leider bin ich jetzt natürlich ohne mein Pferd unterwegs. Wenn ich weit reise, nehme ich kein Pferd mit. Und wenn ich kurz reise, dann nehme ich mein Pferd. Das ist nämlich die Logik von Yucatuk, die Logik von Tastenhauer, die eine ganz eigene ist. Na gut. Ja, während ich mich hier auf dem Weg zu unserem nächsten Ziel mache, werde ich mich aber erstmal von den YouTube-Zuschauern verabschieden, denn die Folge ist schon wieder ziemlich lang und ihr schaltet am besten in der nächsten Folge wieder ein. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!